nicht magst? Nee, ich bin gerade dabei rauszufinden, welches Verhältnis ich zu euch habe. Da wir nicht so viel Zeit hatten miteinander, ich weiß es noch nicht. Ja, ist okay. Wir wollen ein bisschen feiern. Ist ja so, man redet ja mit den Leuten zunächst mal. Und im Gespräch, im lockeren Gespräch, findet man ja relativ schnell raus, wie die ticken. Wenn sie hier vor der Tür schon anfangen, mit mir zu streiten, dann brauchen sie ja nicht reinzulassen. Ist cool. Viel Spaß. Blech. Danke dir auch. Danke. Let's go. Sagen wir mal so, ich bin ein umgänglicher Mensch, ich suche keinen Konflikt. Einfach suche meinen Frieden. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Man bekommt nichts geschenkt im Leben, weiß Alexander Petraitis. Auch wenn er erst 35 Jahre alt ist, hat er schon einiges erlebt. 1996 sind wir nach Deutschland gekommen. Die Lage war damals, eben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den Teilrepubliken, nicht besonders prickelnd. Sicherheitslage, aber auch die wirtschaftliche Lage war nicht die beste. Und da meine Mutter Russlanddeutsche ist und wir haben deutsche Vorfahren, haben wir die Möglichkeit gehabt, nach Deutschland auszureisen. Und sie ergriffen. Anfangs hatte Alex Probleme. Schlägereien auf der Straße, Alkohol. Doch der Sport brachte Ordnung und Disziplin in sein Leben. Alex machte was aus sich, studierte Physik an der Universität Stuttgart. 2010 Diplomabschluss, anschließend 2 Jahre Forschung. Dann fragte ihn ein Kumpel, ob er als Türsteher einspringen könne. Goldglänzende Kellerdecke, Stuttgarter Kultbar, das Delilah. Nicht nur hier ist Alex Türsteher. Für ihn inzwischen einer der spannendsten Berufe überhaupt. Man lernt sehr viel an der Türe. Man lernt über die Menschen viel, über die Gäste, über die Psyche des Menschen. Man lernt aber unheimlich viel, wenn man es möchte, über sich selber. Wenn man es schafft, sich selber von der Seite zu beobachten. Wie gehst du mit der Macht um? Was macht das mit dir? So, Jungs, lass uns das jetzt beenden. Und das für heute einfach. Können wir nächstes Mal gerne reinkommen, okay? Das heißt, nächstes Mal geht's, oder? Jetzt heute geht's nicht, aber das nächste Mal geht's. Ich hoffe, nächstes Mal kommt er auch nicht so angetrunken wie jetzt. Entscheidungen nach Bauchgefühl? Viel nach Bauch, aber ein Bauchgefühl kommt eigentlich von der Erfahrung, ja, dass man sehr, sehr viele Gäste durchgeschleust hat und die Erfahrung gesammelt hat. Das kann man aber nur nach Jahren bekommen. Nebenbei ist Alex auch noch Unternehmer, organisiert Kampfsport-Events. Mixed Martial Arts. Eine Mischung aus Ringen, Boxen, Judo und Karate. Durchaus umstritten. Viele sagen, hey, das ist ja brutal gefährlich und abscheulich. Aber ich sage den Leuten, kommt mal selber vorbei, dann werdet ihr sehen, wie fair es dazu geht. Ihr werdet auch sehen, dass das Ganze streng reglementiert ist. Dass da auch keine Opferfeste stattfinden, sondern vorbereitete Sportler aufeinandertreffen und einfach ihr Können vergleichen. Das Motto hier, raus aus dem Ring, rein in den Käfig. Und dort geht's ganz schön zur Sache. Alex meint, Fußball ist zwar schöner, aber viel gefährlicher. Er selbst hat früher auch Kampfsport gemacht. Die Pokale in seinem Büro zeugen von seinen Erfolgen. Das ist mein Lieblingsort, weil ich die meiste Zeit verbringe, wenn ich nicht an der Tür arbeite. Das Büro hier habe ich nach meinen Vorstellungen aufgebaut und umgebaut. Es soll langfristig eine mittelgroße Eventagentur entstehen. Und ich kann sagen, ich arbeite an meinem Lebenswerk. Thank you.